Die Roscher Straße ist an diesem Samstag zweigeteilt. Auf der einen Seite versammeln sich Mitglieder der NPD, um gegen muslimischen Glauben in Deutschland zu demonstrieren. Auf der anderen Seite der Roscher Straße treffen sich die Gegendemonstranten. Das Netzwerk Leipzig nimmt Platz. Für uns ist klar, dass es Religionsfreiheit gibt, dass alle Religionen ihre Entfaltung haben müssen und dass Menschenrechte, Freiheit, diese beiden Werte, das sind, wofür wir auf die Straße gehen. Zwischen den beiden Kundgebungen befindet sich die Al-Rahman-Moschee. Sie ist abgesperrt und bewacht. Zweimal wird es während der Demonstration still. Dann ist Gebetszeit in der Moschee. Ruhe davor, das ist eine der Polizeiauflagen. Dennoch, die muslimischen Gemeindemitglieder fühlen sich unverstanden. Das ist kein schönes Gefühl. Man kann nur den Kopf schütteln, dass einige Leute mit anderen Menschen nicht leben wollen oder sie sind nicht fähig, andere Religionen zu akzeptieren, obwohl in Deutschland hier Religionsfreiheit herrscht. Die NPD-Kundgebung startet mit erheblicher Verzögerung. Die Teilnehmerzahlen auf beiden Seiten zunächst niedriger als angemeldet. Das Aktionsbündnis hat sehr pünktlich hier aufgebaut. Mittlerweile ist die Teilnehmerzahl auf 130 angestiegen. Die NPD, der NPD-Landesverband, ist vor circa einer halben Stunde hier angereist. Derzeit befinden sich 50 Teilnehmer auf dieser Seite. Hundertschaften der Polizei trennen die beiden Seiten voneinander. Sie sollen hier die Religionsfreiheit und das Versammlungsrecht schützen. Und so stehen sich die zwei Kundgebungen gegenüber, in der Mitte die Moschee. Eine für alle befremdliche Situation, die vor Ort aber friedlich verläuft.